Denn das ist das, der äußerste Bereich. Der muss nicht komplett rein. Solange wir im Kern alles vernünftig kriegen, ist gut. Die nächste Hauptherausforderung wird sein, zu schauen, wie wir die restlichen Getreide bauen, die wir haben, unterbringen können. Da geht es nicht weiter. Hier stehen die Steine im Weg. Also eine weitere Getreidefarm sehe ich auf jeden Fall passieren. Alles darüber hinaus bin ich mir nicht sicher. Diese verdammte Palme hier. Geht mir auf die Palme! Das ist schon richtig so, oder? Nun ja. Nicht, dass es einen Unterschied macht, weil die Palme sowieso im Weg steht. Die Flagge wäre wahrscheinlich hier irgendwie gewesen. Der Holzfäller hat auch nichts mehr zu tun in seinem Leben. Er kann weichen. Der Holzfäller kann auch weichen. Und hier haben wir einfach nur einen leeren Bereich. Richtig schön. So. Hier ist ein Wunder. Ach ja, das hier ist noch da. Weg damit. Wenn wir es jetzt so lang ziehen, wie sieht es aus mit dem Fischer? Nun ja, hier ist Platz für den Fischer. Hier kommt. Wir haben nur einen einzigen Fisch. Wir haben noch nur zwei Fischer insgesamt. Würde also gar nichts bringen, jetzt noch einen weiteren Angler zu bauen. Der könnte nichts tun mit seinem Leben. Wir haben noch 4 Holzfäller und 3 Sägewerker übrig. Damit lässt sich auch ganz gut arbeiten. Dass das nicht beißt. Das sieht einfach nur so wegen der Steigung so richtig komisch aus. Die Holzfäller hier oben sind ein bisschen tot zusammengebrochen. Das liegt daran, dass wir den Förster verboten haben. Wir können ihn jetzt erlauben. Förster Arbeiter von mir aus. Solange du nicht hier die Getreidefarm foppst, ist mir das ziemlich egal. Stein im Weg. Egal, hier passt die Getreidefarm hin, die nächste. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Vielleicht finden wir doch noch Platz für eine Getreidefarm. Ich glaube aber nicht dran. Wir haben eigentlich die Holzfäller hier freiräumen lassen, damit hier vielleicht Platz wird. Nee. Ist nicht. Vielleicht können wir hier ein bisschen was frei nitten. Aber ich bin mir dessen auch nicht so sicher. Die Sache ist, ab einem gewissen Punkt müssen wir ein Lagerhaus dazwischen klemmen, weil das hier sehr, sehr lustig wird. Hier können wir jetzt die Flagge nicht hier setzen, das heißt, wir müssen von hier aus arbeiten. Nein. Die müssen daran angeschlossen werden. Das ist nicht wirklich der Teil des Plans. Hier kommen wir nicht weiter. Hier könnten wir den hier setzen. Und in diese Richtung den hier. Und hier kommen wir ansonsten auch nicht großartig weiter. Hier können wir keine Querverstrebung setzen, weil die Stube hier im Weg steht. Wir könnten stattdessen hier einen Wachturm setzen und dafür dann das Teil hier loswerden. Oder das Teil nach hierhin verschieben. Und dann hier loswerden, nachdem wir hier was gebaut haben. Ich denke, anstatt dass wir uns mit Wikingern hier befassen, wir können jetzt mal einen Erkunder losschicken. Das können wir schon mal machen.
Die Straße verschwindet später wieder. Keine Sorge. Hier wird ein Bauernhof gebaut. Wir müssen in diese Richtung weiter expandieren. Wir brauchen hier eine Hütte. Aber die hier können wir nicht einreißen. Wir können diese Hütte später wieder einreißen, wenn wir hier vielleicht weiterkommen. Oder wir setzen hier hinten eine Hütte hin. Aber es ist sehr nah an dieser Wachhütte. Das wäre sogar noch eine größere Verschwendung. Setzen wir hier eine Hütte hin. Baut eine Stube. Arbeitet von da aus weiter. Gut, das ist alles weg. Es gibt keine weiteren Steine mehr. Wenn wir hier in... Okay, der kann weg. Wenn wir diesen Bereich hier frei hätten, meint ihr, wir kriegen da genug Platz für eine Getreidefarm? Finden wir es ja... kriegen wir. Gut. Dann setzen wir hier noch eine rein. Das ist Schweinezucht. Das ist genau das falsche Gebäude. Bauernhof. Jetzt wird die Frage, wenn wir das gleiche hier so täten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders gebaut. Würde hier noch ein Bauernhof reinpassen? Würde er. Bisschen weird, aber er wird passen. Von mir aus. Ist das nicht richtig eingebunden in das Netz, wie wir es eigentlich am liebsten gehabt hätten. Aber es wird hoffentlich klar gehen. Und dann mit... Versuchen wir den mal hier rüber so dahin anzuschließen. Der ist jetzt natürlich auch ein bisschen außen vor, aber diese Seite ist mir auch ziemlich egal, um die Wahrheit zu sagen. Das ist nämlich hier sehr stark am Rand. Gegen Rand wird es immer ein bisschen knautscht. Dann kommen wir auf 6 Bauernhöfe und wir haben 8, die wir bauen könnten. 3 Schweinehirte haben wir noch übrig. Wir haben noch einen weiteren Brauer übrig. Den Eselzüchter haben wir bereits benutzt. Das heißt, wir kriegen jetzt gerade ganz gut Esel. Wir stellen noch kein Brot her. Wir müssen jetzt bedauerlicherweise überlegen, wo wir unsere ganzen Mühlen und Bäckereien aufstellen möchten. Hier hin. Wie viele Müller haben wir? Wir haben 2 Müller. So eine Hündin. Ich würde Müller gerne hier hinsetzen. Und die beiden Bäcker nach hier hin. Oder wir machen das irgendwie anders. Wir haben hier ein paar Kapazitäten, die wir nutzen können. Plante Palme. So, geht's hier halt außen rum. Hat uns nur kleinen Gebäudeplatz gekostet. Warum? Das geht hier nicht, weil das hier im Weg steht. Sekunde, dann reißen wir es mal wieder ein. Ziehen das hier erstmal rüber und dann arbeiten wir das Raster auf die Art und Weise weiter. So. Da können wir stattdessen einfach so ziehen. Und so ziehen. Und dann ist das auf die Art und Weise gut. Damit gehört uns der Platz bis zum Strand hier unten und... Wir können dann jetzt hier... Nee, von hier aus muss die Straße gezogen werden. Das geht jetzt natürlich gerade nicht weiter. Wir können den hier ersetzen, indem wir hier eine weitere Hütte irgendwie hinsetzen. Oder so. Die Stammplätze können übrigens jetzt gehen. Da kann ein Hafen hin. Das ist gut, wir könnten einen gebrauchen.
Na gut, schließen wir den so an. Das Teil steht jetzt blöd im Weg. Und innerhalb des Musters kriegen wir nicht wirklich was anderes hingesetzt, außer wir setzen nach hier hinten eine Wachstube. Und das machen wir dann auch. Die hat übrigens kein Gold, keine Golderlaubnis die ganze Zeit. Hierhin. Wo ich die sowieso hingesetzt hätte. Kann ich hier nicht hinsetzen, weil die zu nah ist. Hat sie erledigt, kommt also nach hier hin. Von mir aus. Also können wir den Weg abreißen und hier eine Flagge setzen. Sieht es dann so aus. Und so. Damit niemand hier irgendwie seine Höschen rumverknotet. Und sobald das gebaut ist, kommt das Teil hier wieder weg. Da können wir hier wieder eine Querverstrebung, die Querverstrebung zu Ende ziehen. Moment mal. Oh, es geht ja schon auf. Die müsste gar nicht mal weg. Das sieht nur. Das sieht so ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber das muss so. Wie kastig. Ja, Mühle hier, ich möchte Mühle hier. Mühle nicht besetzt. Wir können jetzt hier schon mal einen Bäcker setzen. Wie viele Bäcker haben wir überhaupt? Wie viele Brotbackleute? Zwei. Dahin. Und hier vorne wäre kein Gold übrigens. Ah, der hat schon Gold gefressen. Hier förstern wir einfach. Denn hier soll das Gelände schön brav funktionieren. Also setzen wir hier einen Förstermann dazwischen. Wir haben hier oben einen. Jetzt kommt hier der zweite hin. Wir haben, glaube ich, drei. Wir haben, glaube ich, noch zwei oder drei Förster übrig. Wir haben noch zwei Förster übrig. Förstermann. Zeigt mir, was dann förstern kann. Und fange hier an zu förstern. Hier kann ein wir haben keinen weiteren Fischer gerade. Solange die noch leer. Solange die noch nicht leer sind, muss noch kein Fischer hin. Wir könnten hier eine Straße so hinziehen, aber warum sollten wir es tun? Wir würden nur ein Gebäude verlieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein weiterer Bauernhof könnte theoretisch noch gebaut werden. Von dem Platz, den wir haben. Und der würde hier perfekt hinpassen. Vergesst mit den Förstern. Wir verschieben das woanders hin. Wir setzen jetzt noch einen Bauernhof. Schreib das Zeug da bitte weg. Danke. So, da kann die Flagge auch nochmal weg. Und die Flagge kann weg. Und setzen wir noch eine Getreidefarm, dann haben wir wirklich mehr als genug Getreide für den Moment. Wir haben bereits beide Mühlen gesetzt, wir könnten theoretisch noch eine weitere Schweinezucht bauen. Theoretisch. Und dann müssen wir unsere nächste Holzproduktion vielleicht von hier aus beziehen. Definitiv ein bisschen was von hier aus. Und schauen, wo wir noch Platz finden. Guten Abend, Evil Angel. Willkommen. Dann warten wir kurz, bis es hier weggebrannt ist. Und dann schauen wir mal, wo wir Platz für was bekommen. Die Leute bauen doch bestimmt gerne am Strand ihr Getreide an.
Ich glaube, eine zweite Runde Fleisch könnte auch nicht schaden. Ach übrigens, die Straße hier bitte. Ich will mir schon wieder einen weiteren Fischer setzen. Kein Gold übrigens. Goldverbot. Hier kann noch ein weiterer Hafen gebaut werden. Was wollen wir mit mehr als zwei... Was wollen wir mit dem Hafen hier und hier? Passt schon. Wie steht's denn? Der will noch nicht auf, der will noch nicht so ganz auf den 100% arbeiten. Die anderen schaffen das aber aktuell schon. Na gut, der arbeitet sich auch gerade Stück für Stück in die Richtung. Die Straßen stören da auch nicht, weil der Gebäudeplätze nimmt. Der kommt klar. Überraschend Schichtausfall dementsprechend bezahltes Zocken. Perfekt. Wunderbar. Also, wenn ich das jetzt so mache. So jedenfalls nicht. Im Zweifel wird es geknauncht. Und dann ist es mir ziemlich egal. Dann kann das Raster darunter leiden. Was, wenn wir versuchen, von hier aus zu ziehen? Okay, folgendes. Das hier kann weg. Erfüllt in dem Fall keinen Zweck. Dann möchte ich hier die Schweinezucht haben. Und hier eine Getreidefarm. Ja, das kann von mir aus auch darüber. Das ist in Ordnung. Und dann können diese Flaggen auch weg, weil die einfach keinen wirklichen Effekt mitbieten dann. Er kann hier einen Brunnen hin. Weil Brunnen ja immer funktionieren irgendwie. Und dann Fleischer. Fleischerei, so. Und dann möchten wir... Ach, wo möchten wir ein Lager ausstehen haben? Hier ist weit weg vom Hauptquartier. Hier möchten wir ein Lager ausbauen. Was wir nicht haben, ist irgendwas an Erz. Da müssen wir uns echt ein bisschen umschauen. Wir wissen, dass hier halt Wikinger sind. Das ist schön für die. Wir wissen aber auch, dass wir hier ein bisschen was an Bauplatz so freiräumen können. Entsprechend Holzfäller, Holzfäller. Holzfäller, Holzfäller, Sägewerk. Lager aus da. Und jetzt müssen wir es daran anschließen. So. Und sobald hier kompletter Platz ist, können wir schauen, ob wir hier noch ein Gebäude setzen und vielleicht in diese Richtung noch weiter expandieren können. Ansonsten brauchen wir noch eine Werft. Schön, dass unsere Holzproduktion wegverlegt hat. Egal, wir können doch bestimmt in der Nähe hier oben. In der Nähe von hier oben können wir eine weitere Werft ansetzen. Oder können wir überhaupt eine Werft bauen? So. Und dann stellt dann ein Schiff halt hier hinten her und die kommen dann hier rüber. Ja. Hoffentlich. Falls nicht, wird die einfach. Wie viel Schiffsbau haben wir? Ein? Zwei? Wir müssen bis einen. Wisst ihr, dann ist mir das egal, dann vergessen wir das mal ganz kurz. Und setzen die Werft lieber nach hier unten hin, wo sie mit höherer Wahrscheinlichkeit an der richtigen Stelle ihre Boote baut. Nicht, dass die Schiffe nicht hier durch können und ich dann einfach ganz blöd gucke. Ich gucke gerade ein bisschen aus der hier rein. Tatsächlich habe ich Siedler 2 vorher nicht gespielt. Also wir arbeiten es gerade durch die älteren Teile durch. Wir haben hauptsächlich Siedler 5 und 6 gespielt und 7 haben wir auch mitgenommen. Jetzt haben wir Siedler 1 durchgespielt von einer Weile und jetzt geht's an Siedler 2, dann 3, Siedler 2, dann nächste Generation
was ich gespielt habe. Und dann 3 und 4. Und dann haben wir die Linie vervollständigt und können dann auf Siedler 8 warten, bis jetzt an, damit das anzufangen, bis es irgendwann, keine Ahnung, auf dem Ramschtisch liegt. Genau, Siedler 3 ist auch auf dem Plan. Wir gehen die Linie durch, weil ich gewissermaßen eine heilige Pflicht habe, das ganze System oder das ganze Muster zu vervollständigen. Bei uns liegt der Fokus immer auf 5 und 6. Damit haben wir, ich weiß, nicht die beliebtesten Teile der Reihe, aber unglaublicher Spaß und unglaublich lebendige Community. Wie viele Späher haben wir? Außerdem machen die User-Maps eine ganze Menge wett. Genau, das, der wird den letzten Bauern fressen. Der ist noch nicht besetzt. Wir? Wir ist der Majoritätsplural, den ich die ganze Zeit mir angewöhnt habe. Ich beziehe euch einfach direkt mit. Ihr geht mit mir durch das ganze Leid durch. Deswegen sind wir ein Wir. Aber darüber hinaus besteht Wir unter anderem auch aus ein paar anderen Leuten, die existieren, das auch tun. Zum Beispiel Alkreb oder Phoenix. Und mit denen machen wir auch gemeinsam Sachen. Das ist ein anderes Wir. Die legen gerade das los. Bei denen geht alles klar. Setzen wir einen Sperrturm. Das hier, niemand wird mir sagen, dass ich das in das Muster einbauen muss. Ansonsten schlage ich Leute. So, jetzt haben wir auch einen Hafen. Da sind doch schon Brote reingestopft. Warum sind da Brote drin? Warum würden... Nein, das ist fair. Das ist schon fair, dass die Brote darüber getragen werden. Weißt du was? Hier ziehe ich aber so Querverstrebungen durch. Das ist mir dann egal. Ein bisschen Straßenmassaker muss schon sein. Denn diese Palme... Hier können wir nichts bauen... Hier wird einfach drumherum getragen. So. Wo können wir noch ein paar Querstraßen ziehen, die brav wären? Und wir könnten hier natürlich ziehen, aber das haben wir beabsichtigt geopfert. Das ist ja in Ordnung. Warum? Manchmal macht das Spiel trotzdem Dinge. Es ist nicht so schlimm wie Siedler 1, was teilweise einfach wirklich entschieden hat, uns zu hassen, weil es uns hasste. Okay, wir haben ein bisschen Eisenerz, wir haben ein bisschen Kohle. Wir sollten es trotzdem verarbeiten, nicht wahr? Wie viel? Wir haben ein paar Schmelzer. Wir haben auch 15 Golderz. Wir könnten das in Münzen umprägen. Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Ich glaube, wir wollen die Kohle lieber in eventuelle Waffen reinsetzen. Wie viele Soldaten haben wir? Ein paar. Nur ein paar. Wirklich? Katze? Sachen gibt's. Hauptsache, die Werft kriegt's hin. Ach ja, Schiffe. Bitte bau Schiffe. Wir brauchen da ein bisschen was für Expeditionen. Oh Gott, Schiffe. Das ist doch komplett Mission 3 oder 4. Wo wir einfach einen Anfall bekommen. Das war Mission 4. Wo wir einen Anfall bekommen werden darüber, dass die Schiffe einfach entscheiden. Nö, wir fahren mal die ganze Strecke, um einen Schweinehirten zu transportieren. Anstatt, ihr wisst schon, Massen an Eisenerz mitzunehmen. Dann werden wir wieder ein bisschen Lager-Mikromanagement machen müssen. Dass gewisse Dinge gewissen Leuten verboten werden. Hier ist die Sache. Ich
möchte noch nicht an den Rand grenzen. Deswegen expandiere ich noch nicht in die Richtung. Aber ich möchte was sehen können. Also setzen wir einen Sperrturm hin. Ich meine, wir haben... Warum? Nein, nein. Das kannst du was von knicken, Spiel. So. Vielleicht sehen wir durch ein bisschen mehr, als unser Speer bisher entdecken konnte. Der hier wird uns hoffentlich hier hinten ein paar Sachen herausfinden. Der Förster funkt hier einfach schon dazwischen. Das war zu befürchten, um die Wahrheit zu sagen. Dass der Förster hier einfach mal den Getreidebauern ein bisschen mehr in das Feld reinpfuscht. Aber ich sehe wenig andere vernünftige... Okay, hier hinten wäre ein nutzbarer Platz für Holzfäller. Holzfäller, Förster. Sägewerk. Wenn wir den Holzfäller hier hinten hinsetzen, hat er vielleicht das Glück, so weit mitzugehen? Der Förster wird einfach nicht bis hierhin rennen. Hier Förstern... Ja. Hier Förstern wir dann. Der Förster ist auch nicht dazu verpflichtet, am Netz dran zu hängen. Lass das, so. Und dann können wir die Holzfäller hier hinsetzen, die vielleicht bereit sind, da hinten mitzuspielen. Holzfäller. Sägewerk. Checken wir mal, wie viel wir noch an Leuten überhaupt haben. 2 Sägewerker, 4 Holzfäller. Wir können noch 2 Sägewerke komplett versorgen. Eines behalten wir wahrscheinlich übrig. Okay, hier ist das freigeräumt. Dann kann der direkt wieder gehen. Nein, kein Wasserweg. Nein, kein Wasserweg. Ich meine, die Flagge abreißen. So. Gut. Schiff wird gebaut. Dann muss das Schiff für eine Expedition vorbereitet werden. Und dann können wir im Hafen eigentlich schon mal sagen, dass eine Expedition vorbereiten soll. Das heißt, er sammelt dann die ganzen Sachen, die wir dafür brauchen, ein. Gut, aktuell sammeln wir aber keine größeren Überschüsse an Getreide an. Das ist gut. Das Zeug wird schön brav verbraucht. Ja, doch, die Straße hat einen Sinn. Mehr oder weniger. Wird mal speichern. Nur weil sie da 2 bisher noch nicht abgestürzt ist, heißt es nicht, dass sie sich doch anders überlegen kann. Denn wir wissen ja, wie das Spiel zu uns steht. Oder wie Spiele generell zu uns stehen. Das hier bringt nicht viel, aber egal, wir bauen es trotzdem so. Können wir hier noch eine Flagge hinsetzen. So. Und so. Komplett nutzlos, wird trotzdem so gemacht. Ich glaube, vernünftig hinsetzen. Ansonsten sack ich hier zusammen wie so ein nasser Sack. Nun ja, logisch. Aber hätte auch ein trockener Sack sein können. So, ziehen wir hier ein paar Querstraßen dafür. Und hier setze ich eine Anlegeflagge. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach richtig an. Hier gibt es sogar noch Bäume. Ungeachtet dessen. Ignorieren wir das an dieser Stelle und schließen einfach hieran an.